Herzlich willkommen zum Videozwischenruf am heutigen Sonntag. Zunächst möchte ich mich dafür bedanken, dass ich auf den letzten Videozwischenruf so viele konstruktive Kommentare gemeldet haben. Wie nicht anders zu erwarten, war natürlich auch hier das Ergebnis nicht eindeutig. Warum trete ich aus der Kirche aus? Von der Forderung zu totalen Reformen bis hin zur Forderung zur totalen Orthodoxie, zur Rückkehr zu althergebrachten traditionellen Formen konnte ich da lesen. Ja, auch selber, wenn ich ein Patentrezept hätte, dann würde ich versuchen, dies auch umzusetzen. Auf der einen Seite die Forderung nach totalen Reformen mit Elementen, die es in der evangelischen Kirche schon längst gibt, bringt anscheinend auch keine Besserung. Denn das Priestertum für Frauen und viele weitere Elemente sind ja dort schon längst verwirklicht und die Austrittszahlen sind in gleicher Höhe zu verzeichnen. Auf der anderen Seite lässt mich auch nachdenken, dass gerade die anderen monotheistischen Religionen wie der Islam und das Judentum gerade deshalb auch so stark sind, weil sie sich nicht von den althergebrachten Formen ganz trennen, sondern sie weiterführen, die Menschen zusammenholen, um sie diese zu lehren. Ja, und man muss sagen, das jahrhundertelang verfolgte Judentum besteht nicht deshalb noch, weil es sich assimiliert und angepasst hat, sondern weil es seine orthodoxen Formen in orthodoxen Gemeinden weiterbehalten hat, so meine ich jedenfalls. Also keine leichte Lösung. Für mich stehen aber drei Dinge fest. Zum einen, wir müssen uns konzentrieren, wir müssen uns wieder sehen, wir müssen miteinander sprechen und dies kann man nicht, wenn man in einer Kirchengemeinde 13 Kirchen als Gottesdienstorte weiter betreibt. Nehmen wir es einfach ernst, wir sind nicht genug dafür. Wir müssen uns sehen, wir müssen miteinander sprechen, wir müssen Kernorte und Konzentrationen bilden, wo volles katholisches Leben wieder möglich ist. Wo man einander kennt, wo es Kinder- und Jugendgruppen gibt, Mutter-Kind-Gruppen, Kirchenchöre, wo all dies möglich ist, weil genügend Gemeindeglieder zusammenkommen. Das Zweite ist für mich eindeutig, natürlich müssen wir eine Sprache sprechen, die die Menschen anspricht oder viel einfacher, die die Menschen verstehen. Natürlich müssen wir unsere Liturgie durchforsten, wo dies gar nicht der Fall ist. Aber es geht nicht nur um die Liturgie, sondern es geht auch um unser Sprechen. Verstehen wir die Menschen? Können die Menschen uns verstehen, wenn wir von Kirche reden? Dass Kirche als Caritas-Veranstalter anerkannt ist, sagen alle Statistiken und das ist auch gut so. Das Hilfsangebot muss groß bleiben. Aber am Ende macht uns dies nicht als Kirche stark. Am Ende macht uns stark, wenn es genügend Menschen gibt, die an Jesus Christus glauben und ihn zum Vorbild nehmen, weil er der Sohn Gottes ist. Und nicht nur zum Vorbild nehmen, sondern auch darüber reden. Gute Vorbilder in manchen Dingen, auch wenn gerade in diesen Tagen einige Kritik aufgekommen ist, sind die Freikirchen. Diese Gemeinden kennen einander, sie treten füreinander ein, die einzelnen Mitglieder sind solidarisch. Viele Beispiele könnte ich Ihnen aufzählen. Natürlich wird sich so schnell der allgemeine Eindruck nicht verflüchtigen. Den meisten ist Kirche einfach egal, sagen wir es nun einfach mal ganz einfach und sprechen wir es aus. Zu den Feiertagen ja, zu persönlichen Familienfesten ja, aber als Lebensbegleiter dann eher weniger. Ja, und daran liegt es. Daran liegt es, dass wir in Stocken gekommen sind. Daran liegt es, dass wir in besonderen Zeiten keine besonderen Antworten mehr gefunden haben. Ich zähle durchaus die Fülle von Videoübertragungen von Gottesdiensten während der Corona-Krise dazu. Ist das wirklich die Lösung gewesen? Bleiben wir auf dem Teppich. Die Kirche gibt es seit 2000 Jahren, weil Christus sie will. Ob er sie so will, das ist das große Fragezeichen. Wie er sie will, diese Frage gebe ich an Sie weiter. Und damit für heute Ausschluss. Amen.